In diesem Tutorial will ich euch zeigen, wie man mit dem ganz normalen Taschenrechner Modulo-Berechnungen durchführen kann. Als Beispiel will ich berechnen 484 zum Quadrat, allerdings Modulo 551. Dazu schalte ich den Taschenrechner ein, gebe die ganz normale Rechnung ein, 484 zum Quadrat, und berechne diese zunächst. Dann teile ich durch den Modul 551. Nun steht das Ergebnis zunächst als Bruch auf dem Display, das lässt sich mit dieser SD-Taste in einen Dezimalbruch umrechnen. Jetzt ziehen wir von diesem Dezimalbruch den ganzzahligen Anteil ab, das sind hier 425. Als Ergebnis erhalten wir einen Dezimalbruch mit der 0 vorne dran. Diese multiplizieren wir nun wieder mit dem Modul und erhalten somit eine Zahl kleiner als der Modul, in diesem Fall 81. Somit wissen wir, dass 484 zum Quadrat modulo 551 81 entspricht.